Einen schönen guten Abend. Ich darf Sie alle herzlich hier begrüßen. Leider ist Peter Tauber, den Sie sonst von der CDU hier erwarten, heute nicht mit von der Partie. Er ist leider kurzfristig krank geworden. Deshalb darf ich Ihnen berichten, dass wir heute drei Themen besprochen haben. Zunächst den Bereich der Kommunen und der gleichwertigen Lebensverhältnisse. Dann anschließend auch noch den Bereich der Landwirtschaft und dann auch noch den Bereich der Kultur. Und wir haben dann zuletzt auch über Wirtschaft und Verkehr gesprochen. Abgeschlossen haben wir heute aber erstmal nur das Thema der Kommunen und der gleichwertigen Lebensverhältnisse. In diesem Bereich haben wir uns sehr, sehr intensiv ausgetauscht. Und ich kann sagen, es war ein sehr gutes Gespräch, das getragen war davon, dass wir alle überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass wir die Kommunen stärken. Und deshalb habe ich auch eine große Übereinstimmung festgestellt, dass wir alle gemeinsam wollen, dass wir gerade da, wo die Kommunen in Zukunft bisher von Finanzierung seitens des Bundes profitieren, wo aber die zugesagte Finanzierung des Bundes in der nächsten Zeit ausläuft, wird es da, wo die Belastungen fortbestehen, auch weiter fortsetzen wollen. Wir sehen es als wichtig an, als CDU, auch dass wir die Eigenständigkeit der Kommunen, die kommunale Selbstverwaltung auch in den kommenden Jahren weiter stärken und dass wir die Möglichkeiten, die unsere Kommunen haben, sich auch selbst zu entfalten, weiter ausbauen. Und dazu wollen wir auch in den nächsten Jahren arbeiten. Wichtig ist, dass wir festgestellt haben, dass die Kommunen ja sehr unterschiedlich sind. Wir haben Unterschiede zwischen Stadt und Land. Aber auch Land ist nicht gleich Land. Wir haben Unterschiede zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd. Und deshalb ist es uns wichtig, dass wir sehr individuelle Lösungen haben. Und deshalb haben insbesondere auch die Ministerpräsidenten der Union noch mal darauf hingewiesen, dass es eine starke Verantwortung der Länder für die Kommunen gibt, die wir auch als Union so weiter fortsetzen wollen. Wir haben dann auch im Bereich des Wohnungsbaus darüber gesprochen, dass wir weitere steuerliche Anreize für mehr Wohnungen haben wollen, dass wir den Wohnungsbau stärker fördern wollen. Sie kennen aus dem Wahlkampf alle noch die Forderungen der Union, die wir weiter aufrechterhalten, dass wir ein Baukindergeld einführen. Das ist für uns ein sehr, sehr wichtiges Thema, damit junge Familien die Möglichkeit haben, früh Wohneigentum zu erwerben oder eben auch Wohneigentum neu zu schaffen. Weiter haben wir über das Thema Ehrenamt gesprochen. Das Thema Ehrenamt ist, glaube ich, ein großes Anliegen aller sondierenden Parteien. Und deshalb wollen wir das Ehrenamt weiter fördern. Ich glaube, es gibt schon eine große Übereinstimmung, dass wir zum Beispiel die Erfolgsgeschichte des Bundesfreiwilligendienstes weiter ausbauen wollen. Wir haben dann auch über die Stärkung der Kultur gesprochen. Kultur steht genauso wie viele andere Lebensbereiche vor der Herausforderung der Digitalisierung. Die wollen wir bewältigen und wollen generell ein starkes Signal für die Kultur in Deutschland, zum Beispiel auch bei der Filmförderung, setzen. Ja, die Papiere zu den anderen beiden Themen, die werden dann morgen früh zunächst noch mal in der Runde beraten und die können Sie dann erst erwarten. Und ab morgen wird dann für die CDU Michael Grosse-Brömer hier für Sie zur Verfügung stehen. Sie haben vielleicht auch gehört, dass wir die Themen der Klimapolitik und das Thema der Migrationspolitik morgen, anders als zunächst vorgesehen, nicht auf der Tagesordnung haben. Morgen wird es um die Außenverteidigungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit gehen und anschließend um Familie, Frauen, Senioren. Das hat den Hintergrund, dass wir bei den beiden großen und wichtigen Themen der Migrationspolitik und des Klimaschutzes zunächst noch auch zusammensitzen, um eine gemeinsame Sachgrundlage zu erarbeiten, Fakten zu klären. Das findet parallel auch morgen zu den Gesprächen statt, sodass dann morgen diese beiden Themen der Außenverteidigungspolitik und des Bereichs von Familie die beiden Themen sind, die morgen noch in der gewohnten Sondierungsrunde weiter beraten werden. Vielen Dank. Wir haben uns heute unterhalten quasi über die Basis unseres gesellschaftlichen Aufbaus, unseres Staatsaufbaus, nämlich über die Kommunen.
Und es war über alle Parteigrenzen hinweg klar, dass man eine stabile Basis braucht, wenn wir unser Land erfolgreich in die Zukunft entwickeln wollen. Deswegen ist es gut, dass wir hier ein gemeinsames Verständnis dafür haben, dass das Selbstverwaltungsrecht der Kommunen, aber insbesondere auch der Spielraum der Kommunen vor Ort, das zu regeln, was vor Ort am besten geregelt werden kann, auch für die Zukunft erhalten und dort, wo notwendig, verstärkt verbessert werden soll. Da sind verschiedene Bereiche natürlich mit adressiert, gerade auch in der Frage Land-Stadt, die auch in anderen Themenbereichen eine große Rolle spielen, zum Beispiel die Fragen der Digitalisierung. Es ist natürlich für die Frage des Erhalts guter, zukunftsfähiger Arbeit, Arbeitsplätze, Wirtschaftsstandorte zum Beispiel im ländlichen Raum immanent wichtig, hier eine flächendeckende Infrastruktur zu haben. Und jeder von uns weiß, dort wo Arbeit ist, ist dann eben auch die sonstige Versorgung von Ärzten, von Geschäften, von Schulen, Kitas entsprechend außen herum, sodass es uns gemeinsam ein Anliegen sein muss, genau hier die entsprechenden Infrastrukturinvestitionen auch zu tätigen. Gleichwohl sehen wir alle miteinander, dass insbesondere in unseren Städten, dass im Ballungsraumgebiet drängende Fragen da sind, auch aufgrund des Zuzugs aus der eigenen Bevölkerung, aber auch im Hinblick auf Flüchtlinge, bei den Fragen der Grundversorgung, der Daseinsversorgung, insbesondere bei Kitaplätzen, Schulen oder auch Wohnen. Und deswegen haben heute die Fragen des Wohnens, der zur Verfügungstellung ausreichenden und auch für alle Einkommensklassen bezahlbaren Wohnraums eine große Rolle eingenommen. Und da harren auch noch Fragen auf uns, die wir in den nächsten Runden lösen müssen. Unserer Ansicht nach geht es insbesondere darum, quasi die Bremse zu lösen, damit mehr gebaut wird, weil die Frage nach bezahlbarem Wohnraum nachher nicht nur am grünen Tisch entschieden wird, sondern dadurch, dass mehr gebaut wird. Und hier sind wir im Bauen zu langsam. Wir haben Kostentreiber im Bauverfahren, überlange Planungsverfahren, unnötige Reglementierung, zusätzliche Vorschriften, die Baukosten nach oben treiben. Und es ist gut, dass man sich darauf verständigt hat, über diese Punkte weiter zu reden, weil uns allen klar ist, dass wir mehr Wohnraum zur Verfügung stellen müssen. Das ist aber nicht nur eine Frage staatlich geförderten Wohnraums sein kann, Sozialwohnraum, den wir haben wollen, den wir auch zweckbinden wollen, aber dass wir insbesondere private Investoren auch brauchen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir über steuerliche Verbesserungen für private Investoren bei Abschreibung sprechen, dass wir aber auch über die Fragen des Eigentumaufbaus in der Bevölkerung sprechen, Stichwort Grunderwerbsteuer, Freibetrag und anderes, damit eben insgesamt über die verschiedenen Ansätze mehr Wohnraum zur Verfügung steht und damit eben vor Ort auch Entlastungen für Kommunen da ist, die gerade unter dem Aspekt auch des Zuzugs von Flüchtlingen momentan an vielen Stellen sich überfordert fühlen. Die Kultur kann zwischen den verschiedenen Ebenen eine Brücke schlagen. Kultur ist häufig lokal. Kultur ist vor Ort sowohl identitätsstiftend als auch etwas, was neben dem Aspekt Heimat vor allem auch den Aspekt Zukunft verleiht. Es gibt Wurzeln und Flügeln gleichermaßen, aber sie hat eben auch Anknüpfungspunkte auf den anderen Ebenen bis hin zur Bundesebene. Und wir sind froh darüber, dass es gelungen ist, sich darauf zu verabreden, in den nächsten Runden auch darüber zu sprechen, wie hier zum Beispiel das Eigentumsrecht, das Kreative an ihrer geschaffenen Leistung haben, auch in der modernen Welt, in der digitalisierten Welt, abgesichert wird, sodass wir uns noch einmal mit der Frage eines modernen Urheberrechts beschäftigen werden oder auch der gegebenenfalls notwendigen, aus unserer Sicht definitiv notwendigen Korrektur des Kulturgutschutzgesetzes, damit wir unnötige Reglementierungen im Kunsthandel, im Kunstmarkt und damit auch die Vermarktungsfähigkeit von kreativen Leistungen entsprechend abbauen, sondern da eben die Freiraum schaffen, damit kreative Künstler, Kulturschaffende die Möglichkeit haben, von ihren Werken auch entsprechend zu leben. Es ist eine wichtige Branche in Deutschland, die häufig unterschätzt wird. Es ist eine sehr durch Selbstständigkeit geprägte Branche und wir möchten, dass diese Branche für unser Land auch weiterhin entsprechend erfolgreich sein kann, eben weil sie sowohl identitätsstiftend ist, als auch den Gesellschaftsentwurf eines Landes hinterfragt,
querbürstet und damit eben auch Anstifter ist für neuere, für modernere Wendungen. Deutschland braucht starke Kommunen und wir wollen auch starke Kommunen. In den letzten Jahren haben wir auf verschiedenen Gebieten die kommunale Familie erheblich entlastet. Trotzdem sind neue Aufgaben dazugekommen und die Kommunen brauchen mit den neuen Herausforderungen, die da sind, natürlich auch Planungssicherheit. Und deswegen haben wir uns darauf verständigt, dass wir viele Instrumentarien auf den Prüfstand stellen, dass wir eine Art Programmanalyse machen für die Programme, die es schon gibt und wie sie noch verbessert werden, weil wir brauchen regionalere Angebote, individuellere Angebote, weil die Strukturen einfach sehr unterschiedlich sind. Die Bedarfe sind auch sehr unterschiedlich und wir wollen die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse erreichen für die Bürgerinnen und Bürger, weil diese starken Einheiten vor Ort natürlich auch dazu beitragen, die großen Herausforderungen, die wir in Gesellschaft und Wirtschaft haben, zu meistern. Und deswegen war es ein guter Fortschritt, dieses Papier. Wir werden neue Herausforderungen wie beispielsweise die Integration als CSU ins Zentrum rücken, weil wir glauben, dass nur durch Leitplanken in unserer Gesellschaft, durch eine Leitkultur Integration gelingen kann. Und dazu in dieser Leitkultur ist enthalten, dass wir natürlich darin die Basis im Grundgesetz und in unseren Gesetzen sehen, aber trotzdem kommt viel mehr dazu. Und das ist auch der Übergang zum Ehrenamt. Wir haben unglaublich viele ehrenamtlich aktive Helferkreise, die nicht nur in den Sportvereinen und in den Kulturvereinen aktiv sind, sondern auch mittlerweile in vielen Helferkreisen. Und deswegen wollen wir dies auch in diesem Themenfeld diskutieren. Zentraler Punkt bei den Kommunen ist natürlich der Wohnungsbau. Wir haben nicht nur im Teil Steuern und Finanzen schon einiges angerissen, was zu mehr Wohnungsbau führen soll. CDU und CSU würden sagen, in den letzten 4 Jahren haben wir 1 Million Wohnungen zusätzlich in Deutschland gebaut. Wir brauchen aber hier eine Offensive, dass wir 1,5 Millionen in den nächsten Jahren bauen, vor allem in den Bereichen, wo der soziale Wohnungsbau und viele soziale Fragen eine Rolle spielen, gewährleistet werden kann, um den Druck vor allem auf die großen Städte zu mindern und da eben, und das ist das Wichtigste für uns als CSU, Strukturpolitik zu machen, sowohl für die Städte als auch für den ländlichen Raum, für die einzelnen Regionen, deswegen auch gewisse Dezentralisierungsstrategien in der Wirtschaftsansiedlung, auch in der Behördenansiedlung. Dies war der Teil Kommunen, Wohnen und Ehrenamt, vermengt in diesem Papier und dazu, weil Kultur vor Ort am intensivsten gelebt wird, vor allem in den Vereinen, war uns der Kulturteil auch besonders wichtig, um identitätsstiftend zu sein und die kulturellen Strukturen, die wir haben, zu erhalten. Wir werden morgen wohl dies nochmal konkretisieren im zweiten Baustein Landwirtschaft und Verbraucherschutz, diesen Themenbereich aufrufen. Da haben jetzt die Berichterstatter gearbeitet. Jetzt hat sich CDU und CSU nochmal auch zurückgezogen, weil das doch auch eine Grundfrage für die ländlichen Räume ist und nun für unsere Heimat und Landschaft. Deswegen dieses Papier morgen aufgerufen und die Berichterstatter zu Wirtschaft und Verkehr. Dort gibt es so wie in der Landwirtschaft auch, wie Sie sich denken können, um den Verbraucherschutz doch diverse Unterschiede sitzen die Berichterstatter jetzt noch zu Wirtschaft und Verkehr ab 21 Uhr. Also es gibt noch genug Arbeit. In der Tat, es gibt noch genug Arbeit, aber ich möchte am Anfang noch mal auch von hier aus Peter Tauber, ich glaube im Namen von uns allen, gute Besserung und baldige Genesung wünschen. Das Signal heute ist klar. Wir bekennen uns dazu, wir wollen Kommunen stärken, wir wollen gleichwertige Lebensverhältnisse in Ost und West, in Süden und im Norden. Deswegen wollen wir die Kommunen unterstützen, die Programme, die in dieser Legislaturperiode jetzt auslaufen, wo allerdings die Kosten ja weiterhin anfallen, wie beispielsweise bei minderjährigen Flüchtlingen, Kosten der Unterkunft, haben wir gesagt, wollen wir fortsetzen, um die Kommunen zu stärken, um die Kommunen stark zu halten, um die kommunale Selbstverwaltung auch weiterhin zu ermöglichen. Also ein klares Bekenntnis heute der Parteien zu Jamaika. Ich habe mich ausdrücklich gefreut darüber, über das Papier, dass wir darauf verzichtet haben,
den Begriff des Leitkults oder Leitkultur aufzunehmen. Das fand ich ein starkes Signal für das Papier. Wir hätten da meines Erachtens heute Abend gar nicht mehr weiter drüber sprechen brauchen. Aber das ist, finde ich, richtig und wichtig, weil ich glaube, ich alle der Meinung sind, es gibt es bei uns Grundlagen des Zusammenlebens und das ist unser Grundgesetz. Wir haben über das Thema Wohnen intensiv gesprochen, eine der großen Gerechtigkeitsfragen. Wir sind uns einig, wir wollen mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen, mehr bezahlbaren Mietwohnungsbau erreichen. Wir wollen, da gibt es noch Differenzen, wir wollen beispielsweise eine wirksamere Mietpreisbremse. Wir haben vorgeschlagen, über Wohngemeinnützigkeit auf Bundesebene Mietwohnungsbau zu fördern, bezahlbaren Wohnraum zu fördern. Das sind Punkte, die wir noch weiter diskutieren müssen, aber die klare Bekenntnis ist, wir wollen, dass mehr bezahlbarer Wohnraum entsteht, dass alle sich das auch leisten können. Und Sie wissen, glaube ich, alle, was für eine Herausforderung das gerade in den letzten Jahren in den Ballungsräumen geworden ist. Bei der Frage Kultur, ich möchte zwei Sachen herausheben, oder Kultur und Ehrenamt, ich möchte mit dem Ehrenamt anfangen. Wir haben uns darauf verständigt, oder es ist ein Punkt, wo ich glaube, eine große Übereinkunft gibt. Wir wollen die Freiwilligendienste, den Bundesfreiwilligendienst stärken. Wir sehen, dass es da eine wahnsinnige Nachfrage, eine wahnsinnig sehr gut angenommen wird. Wir wollen deswegen das ausbauen. Wir wollen auch in dem Kulturbereich klar sagen, wir ziehen keinen Schlussstrich unter der deutschen Geschichte. Die Erinnerungskultur, die Aufarbeitung, sie muss weitergehen. Auch das finde ich ein wichtiges Signal von heute Abend, was mir wichtig war, nochmal zu erwähnen. Wir haben in guter Atmosphäre gearbeitet, deswegen hätte ich mich ja gewünscht, dass manche Pöbeleien über die Bild-Zeitung für morgen unterbleiben könnten, damit die Atmosphäre auch weiterhin gut bleibt und das nicht belastet. Wir haben heute, ja, wie schon erwähnt wurde, über Verkehr und Wirtschaft gesprochen und über Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Da laufen die Arbeitsprozesse weiter und können Ihnen dann morgen davon berichten.